520 Kilometer zur Nordsee, um genau zu sein, Bremerhaven. Das ist unser Ziel, was wir uns dieses Jahr vorgenommen haben. Ob wir es schaffen, wie wir es schaffen, seht ihr in den kommenden Videos. Liken und abonnieren, Glocke aktivieren. Viel Spaß! Kurzes Statement an der Stelle hier. Mich hat hier gerade eine Wespe gestochen. Das tut gerade richtig weh. Und Nummer 2 ist, ich gehe jetzt einkaufen. Let's go. Aktivier-Joghurt müssen sein. Ja, ich war gerade beim Einkaufen. Bild ist hier eingeblendet. Ist auf jeden Fall ein bisschen was dabei. Ja, auf Joghurt und sowas, Sonnencreme. Ich habe mir aber schon den Rücken verbrannt. Unter anderem ist auch das hier dabei. Das war jetzt bei Lidl. Und ich probiere das jetzt mal aus für euch. Also, Beutel, Flasche. Unser Tee ist jetzt fertig. Hat jetzt 8 Minuten gezogen. Und riecht tut er nicht schlecht. Kann man trinken. Also schmeckt halt nach Zitrone. Zitrone schmeckt man raus. Himbeere schmecke ich auch ein bisschen raus. So. Mehr gibt es dazu nichts zu sagen, glaube ich. Ich mache jetzt hier noch 5 Minuten Frühstückspause, beziehungsweise es ist Mittagspause. Ich habe hier eine Brezel oder den Rest von der Brezel. Und es ist jetzt 14 Uhr. Und ich habe jetzt heute schon 60 Kilometer geschafft. Ja, jetzt fehlen nur noch die letzten 110. Ich muss euch das jetzt hier mal zeigen. Hier gibt es überall so kleine Dörfer, wo man dann mal Marmelade oder selbstgemachte Sachen mitnehmen kann. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Es geht gerade gar nicht voran. Ich fahr wie rückwärts. Also 18 km/h die ganze Zeit dümpel ich hier lang. Es ist anstrengend. Es macht Spaß, keine Frage, aber es ist anstrengend. Und wenn man einmal hier so ein rotes Schild verpasst, was ich irgendwie sehr gut kann, dann fährt man im Kreis. Straßen hier manchmal sind auch echt super. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich richtig bin, weil hier ist gar keiner mehr. Mir sind auch Leute hinterhergefahren, also in meinen Kreisen. Das ist auch manchmal ein Problem. Das ist nämlich so, einer fährt vor und gefühlt 30 Leute fahren hinterher. Vorhin bin ich auch mit 2 mitgefahren. Die waren super nett. Aber man fährt dann einfach hinterher. Plötzlich standen wir beim Edeka. Wir haben gesagt, ja, wir müssen einkaufen. Halt, man verlässt sich dann so auf die anderen und guckt dann selbst nicht mehr richtig mit. Sorry für das Mikrofon, was hier immer reinknallt. Ich würde sagen, weiter geht's. Ich muss mich nicht beklagen, ich zieh durch. Manchmal ist Kilometersparen noch nicht so geil. Ich dachte, ich spare mir da was, aber naja, war jetzt doch nicht so. Hallo. Jo,
Viel zu sagen gibt es dazu nichts, außer Dummheit. Ich bin hier um die Baustelle gefahren und dann bin ich über so einen Zaun. Hab das Fahrrad natürlich über den Stachelzaun getragen, aber selber hängen geblieben. Ne? Jetzt muss ich das gleich mal ein bisschen verarzten. Eben waren schon da nette Herren und haben gefragt, ob ich Hilfe brauche. Abkürzungen sind manchmal nicht so geil. Wer jetzt kein Blut sehen kann, schaut kurz weg. Hier, warte. Da. Wenn ihr von das sieht. Da ist schon offen. Hier, hier, da hinten. Richtig schön zweimal richtig reingehauen. Wie ist passiert? Dummheit. Ich habe eine Abkürzung genommen, dann waren die da beim Baggern. Da steht auch Abkürzung, aber das war schon woanders, da hinten beim Baggern. Dann bin ich da, habe ich das Fahrrad drüber gehoben, über einen Stachelzaun. Naja, wird jetzt schnell verarztet und dann geht's weiter. Jetzt geht's weiter und ja, ciao! Wir haben gerade noch ein Boot aufgebaut oder ich habe ein bisschen mitgeholfen, das Boot aufzubauen. Viele Hände, schnelles Ende und ja, bei mir heißt es vieles Treten, schnelles Ende. Sonne geht hinter mir unter. Wir haben es jetzt. Uhr, also ich habe jetzt wieder eine gut Stunde, eineinhalb Stunden Pause gemacht. Pausen sind wichtig, vor allen Dingen bei der Hitze. Viel Trinken ist wichtig bei der Hitze und dieses Zeug da vom Lidl kriegt auf jeden Fall einen Daumen hoch. Schmeckt und der Grail kriegt 1000 Daumen hoch, weil auf dieser Tour, ich kann es nur immer wieder sagen, ich habe nicht viele Wasserflaschen, die voll sind und schwer sind. Ich habe Wasser, was sauber ist, was ich überall herkriege und vor allen Dingen, was kühl ist. Also Wasser, was kalt ist. Ich sehe hier Leute, die sagen, stehen am Rand und sagen, boah, das Wasser ist warm. Ich habe den Grail, ich habe kaltes Wasser, keine warme Plörre, kein schweres Gewicht. Link ist wieder in der Videobeschreibung. Keine bezahlte Werbung. Ich sag's einfach aus Überzeugung von diesem Teil. Lohnt sich. Weiter geht's. Ey, die ganze Straße für mich. Das Geräusch hier neben mir ist ein Fließband, das da, und das transportiert jetzt irgendwelche Steine, Kohle, irgendwelche Erze auf jeden Fall. Motorroller auch da. Transportiert das zu den Werken nach da hinten und dann wird das zerkleinert. Da sieht man es jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer. Hier werden die dann so wieder zurückgeleitet. Hier sieht man das jetzt hier. Ja, da hinten ist die Sonne. Die sieht man jetzt gerade noch nicht, weil die noch hinter den Wolken ist. Es ist jetzt gleich 20 Uhr. Ich habe mein T-Shirt ausgezogen. Ich weiß nicht, ob man das sieht hier. Ist auf jeden Fall ein bisschen Sonnenbrand. Meine Ohren habe ich mir ein bisschen verbrannt. Trotz Sonnencreme 50 plus. Ja, ist halt so. Kann man nicht ändern. Und ich versuche jetzt wirklich bis Bremen heute durchzukommen. Meine Fahrrad-App hier ist auch nicht die beste. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Apps ihr so benutzt. Ja, jetzt fahre ich gerade nach Nürnberg
Das sind noch jetzt 20 Kilometer bis nach Nürnberg. Ja, dann gibt es erstmal Abendessen. Hier sind überall so große Seen. Ich würde sagen, weiter geht's. Also so, und bei der Temperatur lässt es sich echt gut fahren. Deswegen würde ich sagen, rocken wir die letzten 65 Kilometer heute Abend noch. Let's go, ob ich schaffe, seht ihr gleich. Oder nachher, also ich habe auch das Navi an. Zahnspange rein, let's go. An die Leute, die kein Blut sehen, können bitte wegsehen oder tote Tiere. Jo, den hat es glaube ich erwischt. Wie ihr seht, ich bin angekommen. Fahrrad steht hier. Ich habe hier die ganzen Sachen. Bin hier an so einem See. Hier seht ihr ein Schilfrohr. Ich baue jetzt die Sachen auf. Schlafplatz seht ihr morgen früh. Und wieso es jetzt schon um 3 ist. Fahrt ihr auch morgen früh. Gute Nacht.